Jetzt. Und herzlich willkommen bei Let's Play mit Vorsicht und einer weiteren Runde G plus PH mit Alan Deal an meiner Seite. Hallo. Und seiner vollgeschissenen Lederwindel. Und wir befinden uns gerade bei ihm auf dem Stock. Und wie ihr seht, ich glaube, er ist ein Einzelkind, weil er braucht ziemlich viel Platz. Ich bin leider kein Einzelkind, ich habe noch drei andere Geschwister. Also sind alles kleinere. Das heißt, du hast drei Geschwister, die alles Einzelkinder sind? Ja, auf jeden Fall. Und dazu habe ich noch eine Halbschwester und einen Stiefbruder, also genug. Patchwork-Familie. Ich kack mal dein Dings hier voll. So, das war's. Raus! Ich komme so nicht raus. Hüpfen! Ja. Jetzt. Mach doch mal einen Kackhaufen da weg! Der springende Kackhaufen. Mein Fleisch. Gebratenes Hammelfleisch. Nom. Sowas kacke ich gerne. Oh, Apfel. Nom. Also, nein, geh ich mal. Sie haben das nicht gehört. Nein. Wenn Sie meinen, Sie haben das Wort Kacke oder irgendwas in der Richtung wahrgenommen, dann täuschen Sie sich. Sowas wird in unserem Wortschatz nicht verwendet. Naja, zum Glück meinte ich ja nur das Bohren, was bei mir im Hintergrund ist, aber... Ach so, nö. Ja, dann ist das gut. Also, was habe ich angesprochen? Nix damit Bohren, nein. Nee, was Bohren? Wo bohrst du denn die Nase? Einmal doch. In Minecraft. Oh, verdammt, ich habe keine Finger. So ein Block in den Blocknase. Du musst halt mit der Faust rein. Blasenpenetration oder was? Ja, natürlich. Wir penetrieren alles, was wir finden. Schön Bäume erstmal mit einer Handkante schlagen, ne? Ja, genau. Weil meine Axt zerbrochen ist. Bin ich so. Jetzt nicht so kawaii. Kawaii? Kawaii, super toll. Aha. Japanisch. Aha. Da bleib ich dabei, super toll. Kawaii. Ja. Wir könnten auch Töfte nehmen. Töfte. Ja, oder, voll Töfte. Oder Dufte. Nee, Töfte. Okay, dann Töfte. Voll Töfte, ey. Töfte erinnert mich an Trölf. Kennst du Trölf? Nee. Das ist das, wenn man 13 oder 12 irgendwie in einem sagen will oder eine Zahl, die einfach keine Bedeutung hat, dann nimmt man Trölf. Achso, jetzt hast du das ganze Holz, was du genommen hast, ich hau dir mal hier ein Loch rein. Guck, siehst du das Loch? Warum? Weil du da eine komplette Planke reinziehen sollst. Ich hab dir das komplette Holz dir gegeben. Ja, aber das hat ja die falsche Farbe, oder nicht? Oder reicht es für den Boden? Für den Boden das ist okay, hier, oder? Das hier ist, ja, ich wollte hier die Pfosten haben. Die Pfosten? Okay, dann passt's jetzt. Weil dann habe ich jetzt eine schöne Säule. Geil. Geilomat. Richtig geil hier. Voll der Automat. So, dann machen wir hier noch Licht drumherum. Weil spring auf dein Bad. Hau ab. Ich hab eine Axt in der Hand. Am Schwert. Und ich hab nur noch zwei Herzen. Ich hab ein Eisenschwert. Versteck dich nicht in meinen Blümchen. Du kannst dich gar nicht sehen. Nein, kann ich nicht. Viel zu laut. Ja, du bist so laut, dass ich dich nicht sehen kann. Das stimmt wohl. Ja, das ist jetzt, würde ich mal sagen, mein Schlafzimmer. Ja, das nennt man Spongebob-Logik. Joa. Patrick, es ist zu laut, ich kann dich nicht sehen. Richtig. Spongebob, es ist zu hell, ich höre dich nicht. Oh ja, Patrick, einfach genial, der Kerl. Jetzt muss ich mir tatsächlich überlegen, was ich weiterbaue. Dein Ernst? Das war's? Was brauche ich denn sonst noch? Ein Kistenraum. Genau, das habe ich irgendwie auch gerade im Kopf gehabt. Dann mache ich in die Richtung einen Kistenraum. Vielleicht auch noch einen Raum, wo ein Tisch ist und eine Tanzstange dran ist. Was? Oh ja, 1, 2, 3, 4, 5. Nee, das wäre scheiße. Dann hängen nachher alle immer bei mir in der Hütte ab. Ich will ja euch Gesocks nicht bei mir drin haben. Ja, ist ja schon schlimm genug, dass ihr die ganze Zeit bei mir durch die Wohnung doch gehen müsst. Dann kommen sie halt alle zu mir. Aber ich muss das sagen, ne? Bei mir ist auch, dass die da durch müssen. Ja, nee, du kannst es ja, das ist ja wie ein Treppenhaus. Du kannst es ja von deiner Wohnung her nachher ausgrenzen.
Ja, ich will da aber genau dann da schlafen. Will im Treppenhaus übernachten. Ja, dann ist es halt dein Ding. Es ist geil, drumherum ums Treppenhaus so eine riesen Luxuswohnung bauen und dann aber im Treppenhaus pennen. Ja, ich bin Treppenhauspenner, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, voll. Geile Worte. Und dann soll sich noch einer noch einmal behaupten, dass es bei Minecraft keine asozialen Kinder gibt. Achso, ich habe mal eine Frage an dich. Weißt du, was eine Tüte und ein Blaulicht zusammen sind? Eine Tüte und ein Blaulicht? Ja. Nein. Eine Tüte. Ah, geil. Oh, ich mag solche Witze. Oder was ist schwarz, weiß und sitzt auf einer Schaukel? Der von der Zebraukel oder so. Nee. Pingolin. Was? Pingolin? Schwingolin. Ein Schwingolin. Ein Schwingolin. Naja, ich habe jetzt noch einen makaberen Witz drauf, aber ich weiß nicht, ob man den so auf YouTube nennen darf. Das weiß ich nicht. Probier's. Ach, versuchen wir es einfach mal. Ja, ne? Genau. Wenn das Video gelöscht wird, machen wir es nochmal. Ach ja. Dann mal in dem Moment da draus, Piepston oder irgendwie sowas. Ja, piep! Was ist ein Pädophiler hinterm Busch? Keine Ahnung. Eine Kinderüberraschung. Leck mich am Arsch. Deswegen, ich weiß gerade nicht so, ob das legitim auf YouTube ist. Ach was. Ein bisschen Spaß muss sein. Solange man ihn im Internet finden kann, ne? Eben. Warte, Internet, das sind meine eigenen Witze. Internets. Jetzt muss ich da rüberlatschen, um so Kackstein zu kriegen, oder was? Brauchst du Stein? Will ich nicht. Ich hol mir grad Stein, ja. Aber die Sonne geht ja schon wieder unter. Bis ich hier bin und Steine abgehackt hab, ist schon wieder Nacht. Was machst denn du auch immer den ganzen Tag, ey? Nix. Ja, siehst du? Ich glaube, ich weiß, wo dein Fehler liegt. Mein Fehler ist mein Leben, glaube ich. Hast du nicht gesagt. So. Wo haben sie denn nochmal Glas gehabt? Das war in den Öfen, das habe ich jetzt weggenommen. Du kannst aber, wenn du willst, in meinem Stock, in meiner Kiste, die zwischen den Blumen versteckt ist, hier Glas rausnehmen. Ganz unauffällig, weil der Deckel oben steht. Ja, genau. Ich nehme mal das Glas raus. Ich habe unten nochmal 7 Glas reingetan, was auch sehr viel ist, im Gegensatz zu... Jetzt hast du aber gerade einen Abhack gehabt. Habe ich schon einen Abhack gehabt? Ja. Ich mache mir jetzt so einen riesen Tunnel in den Berg rein. Nur weil ich Stein brauche. So. Aber wahrscheinlich reicht das jetzt auch schon für das, was ich brauche. Jetzt habe ich was abgebaut, wo ich hätte nicht abbauen sollen. Nein, jetzt sieht es nachher scheiße aus. Ist doch egal. Ist ja nur ein Steinbruch. Ich verkack alles. So, wunderprächtig, würde ich sagen. Dann rennen wir mal schnell. Rein in den Tümpel. Rennen wir mal schnell in den Tümpel. Das macht so viel Spaß, ne? Aber ich finde, der Turm, der entwickelt sich sehr schön interessant, weil jeder sein Stockwerk ja anders ausbaut. Oh, da kommt schon ein Zombie. Mein sieht eher beschissen. Was, dein sieht beschissen aus, natürlich. Auf jeden Fall. Dein sieht nicht beschissen aus. Obwohl, meins ist nicht mehr beschissen. Ich habe das Klo gerade abgebaut. Schön mit der Hand abgekloppt. Ja, aber ich meine, deswegen ist deins nicht beschissen, weil du ins Klo reinkackst. Ich kack einfach dahin, wo Platz ist. Okay, so, ich gehe jetzt eine Runde pennen. Ich bin schon am Liegen. Ich bin früher im Bett. Ich bin artig. Ja. Total artig. Abartig. Apropos abartig, meine Cola ist auch abartig, die ist scheiße warm. Oh, warme Cola, War jetzt gerade nicht so töfte. Ich bin gerade überlegen, ob so warmes Wasser schlimmer ist. Abgestandenes warmes Wasser. Also ich weiß, wofür man das benutzen kann, aber... Abgestandenes warmes Wasser.
Ganz einfach dafür, dass man kotzen geht. Zum Beispiel, ja. Oder man kann sich den Schritt lernen, damit man das Gefühl bekommt, man hat in die Hose gepisst. Manche stehen da drauf. Aha. Super. Deine Etage ist so breit, ich kann nicht mehr runterspringen, ohne mir weh zu tun. Oh. Ja, auch außerdem auch noch genau darunter, wo du auch nur ausgebreitet bist, ne? Ja. Auf zwei und? Seiten ausgebreitet. Oh. Alter, ausgebreitet. Wenn ich das, wenn ich wissen wüsste, was das ist, würde ich vielleicht sogar mit dir Mitleid empfinden. Was? Ausbreiten? Halt und so. Irgendwann genau. Hau ich wahrscheinlich einen Teil von der Decke weg, wo du eigentlich gerade Dings bauen willst. Shit, jetzt habe ich einen Plankenblock zu wenig. Achso, habe ich ja hier Holz. Brauchst du eine Planke oder was? Ich habe schon. Ich habe noch eine übrig. Ich reiße nämlich immer wieder, reiße ich ja einen Block raus. Von meinem Boden? Ja. Aha. Und wenn irgendwann wird mal was drüber stehen und dann wird das alles zusammenbrechen. Ah, weil es auch so viel Physik in dem Spiel gibt. Ja, klar. Ich habe übrigens Kohle gefunden. Wow. Genau zu sein, 18 Kohle. Das war gerade 18 Kohle. Und deine Abhacker. Ja, lass mich doch abhacken. Ich hab halt ein Hackemesser im Mund. Ja. Du kannst halt abhacken, gell? Ja. Geil. So. Du hast ja meine Truhe. Ach, du hast Holz reingemacht. Irgendwas ich hab da gar nichts reingemacht. Echt? Nur was rausgenommen. Hab ich Holz reingemacht? Super, dann hätte ich die Planken ja gar nicht machen müssen. Bin ich dumm. Egal, jetzt hast du noch mehr. Ja. Du musst immer Vorteile rausziehen. Ja. Ach, ich muss hier noch Schildchen hinmachen, um das alles benennen. Ja, muss ich machen. Scheißhaus, Klohaus, Furzhaus. Das sind die verschiedensten Arten, die Deutschen ihr Klo nennen. So ein Ausstellungsraum, weißt du? Ich hatte drauf unten ein Schild rein. Ach, oh, scheiß drauf, ich mach mir selber Schildchen. Ich hab noch nicht mal ein Dings, hab ich nicht mal. Ein Werkraum-Dings, Eine Werkbank? Genau. Super, und ich schlepp schon seit 3, 4, 5 Folgen 2 Stück mit mir rum. Ich werde gemeine herkommen. Ah, wobei ich brauche erstmal. Bei mir auf dem Stockwerk. Ich brauche nur einen weiteren Raum, wo ich das reinmachen kann. Also bei mir auf dem Stockwerk stehen 2 Stück, kannst du dir gerne von einer nehmen. Nö, brauche ich nicht. Ich verwende sie einfach direkt. Nicht? Du musst sie als Sven schon mitnehmen, ne? Nö. Wenn sie unterschrieben haben, müssen sie auch eine Waschmaschine kaufen. Ich habe nichts unterschrieben. Ach, einfach. Alles, was sie anfassen, ist unterschrieben. Ich habe nichts angefasst. Doch, sie benutzen ja. Nö. Und ob? Nein. Ach. Sehe ich das aber gerade anders. Aha, wer war dann in meiner Wohnung? Niemand. Ich muss mich jetzt auf niemand umbenennen. Hier wohnt niemand. Ich habe jetzt über einen Stack Sand. Ich denke mal, die Hälfte davon brauche ich noch locker. Braucht denn irgendwann auch mal wieder Wenkglas? Ja, ich muss nur noch eine Seite mit Glas stellen. Ich brauche 1, 2, nee, warte, ich brauche nur 1, 7 hier, 14, 21, ich brauche 23. Ich brauche 23. Ich brauche 13. Nein. 15. Da wir aber ein Stack haben, sollte das ausreichen. Bei dem anderen sollte man auch Kohle rein. Sonst funktioniert das nicht so. Das will. Blama Gang. So, das hat sich so. Ich bin jetzt voll böse. Was? Ich will dir jetzt einfach so eine Werkbank da. Ich will die nicht hier haben. Ja, ist mir doch jetzt egal, jetzt hast du eine. Gib mir 23 Glas, dann kann ich mir einen Arbeitsraum bauen. Ich hab nämlich gar keins mehr, ja? Unten im Ofen brennt welches. Da brennt Glas! Löschen! Nee, Sand!
Glas, Salz brennt. Sand brennt. Barfeder! Was? Barfeder? Barfeder. Wie viel super, jetzt habe ich genau mal? 3 Glas gekriegt. Na toll. Was? 3 Glas, die mir fehlen? Fehlen dir so viele, oder was? Jetzt noch einer. Das war zu viel. Ich brauche 23. Ja, aber jetzt hast du 2 schon mal. Also die 2 von vorne, von den 20 hast du ja schon mal, ne? Ja, 5 habe ich. Boah, wir haben uns gesteigert. So, in welche Richtung mache ich jetzt meinen... Da mache ich eine Lounge hin. Da mache ich eine Lounge hin, wo ich den Leuten zugucken kann, wie sie unter mir ins Wasser springen und die Wasserrutsche nutzen und so. Dafür brauche ich dann wiederum mal nochmal 23 Glas. Aber jetzt mache ich erstmal in die Richtung. 1, 2, 3, 4, 5. Achso, ich habe ja bloß 5. Brauche ich gar nicht zählen. Ich habe ja noch gar nicht genug. Wir müssten hier mal noch ein Schildchen machen. Gästebett, das mache ich noch. Gästebett. Bett. Bet. Oder beten? Gästebett. Gästebett. So. Richtig geil, wa? So, dann kann man hier bestimmt noch was mitnehmen. Oh, toll. Oh, toll. Das reicht mir zweimal noch nicht. Aber ja, 5 habe ich jetzt. 6, 7, fertig. 5, 6, 7 fertig. Ja. Nicht, oder? Passt. Ich höre Zombie. Hellischen Tag. Dann sag ich mal guten Tag. Dann geht dahin fort in Flammen. Aber ich denke mal, dass er sich unter der Erde bewegt. Bewegt. Ja, mir fehlen die Worte, tut mich leid. Schlimm mit dich. Ich. Mit dich. Schlimm mit dich. Ja. So. Tatsi, du kannst. Dufte aus. Tröfte. Töfte. Töfte. Tatufti. Das musst du aber schwul betonen. Schwul. Tafte. Tafte. So, jetzt bin ich am Überlegen. Was will ich denn da hinmachen? Da will ich meinen Werkelraum reinmachen. Was mache ich? Was mache ich für einen Boden bei einem Werkelraum? Ach, eigentlich spielt es keine Rolle. Mit der Steinboden gesagt. Ah, okay, stimmt. Das, schon, ne? Das mit dem Sand geht ja nicht. Nee, Stein habe ich schon. Das muss ja immer was anderes sein. Extravagant. Ja, der habe ich in der Mitte. Du kannst Granit und so weiter benutzen. Was kann ich nehmen? Granit. Oder... Haben wir doch gar keinen. Aber ich weiß mal welchen. Wir haben Andesit, wir haben Diorit. Diorite. Ich brauche halt 25 Blöcke. Wo gibt's denn? Ja, kommen Sie einfach mal runterspringen. Aua. Oh. Da hat jemand eine Mine gebaut. Sie dürfen das gar nicht sehen. Dann mach also doch da mal Fackeln hin und tu doch mal... Einmal der rote und einmal hier dieser hellere. So, dann musst du 4 Stück in dem Viererfeld einfach anlegen und dann kriegst du so einen gemeißelten, so einen glatten Stein da. Krieg ich da bei beiden das gleiche raus? Nee, immer unterschiedlich. Hier zum Beispiel vom roten. Wenn du 4 Stück aneinander packst, den polierten raus, so sieht der halt der normale aus und so sieht der polierte aus. Ja, aber kriege ich. Ja, da brauche ich aber voll viel von. 4 Stück kriegst du aus 4 Stück raus, also. Und es wird nachts. Ja, und vor allem ist er hier jetzt schon wieder vorbei, hä? Da ist ja noch eine andere Quelle. Der Baum entwickelt sich zum Weltenbaum.
Ja, voll der Weltenbaum. Naja, wer jetzt den Weltenbaum kennt, der sollte auch den Anime dazu kennen. Ja, okay, aber das hat ja nichts unbedingt mit einem Anime zu tun, der Weltenbaum. Die Animes nehmen nur sehr gern, finde ich voll geil, dass die japanischen Animes sehr gerne sich bei der nordischen Mythologie bedienen. Weil der Weltenbaum ist ja eigentlich Yggdrasil, oder wie man den ausspricht, ich weiß es Yggdrasil. Nicht. Yggdrasil. Yeah. Ja. Genauso wie in SAO, Sport Art Online, ein Anime. Ja, ja. Yggdrasil ist da der Ort, wo der Weltenbaum steht. Das soll halt die Anlehnung an den Weltenbaum sein. Aber der Weltenbaum heißt so. Ja, genau, das ist ja so eine Anlehnung dabei währenddessen. Keine Ahnung, was die da um sich bei gedacht haben. Ich wette mit dir, ich werde gleich. Wenn nächste Woche in den Haaren geflamed. Natürlich. Oder dass ich irgendeine geflamed. Scheiße laber. So, jetzt habe ich genug Stoff. Ich würde sagen, Stoff? Wir. Stoff? Ja, Stoff. Wir sind eher am Ende der Aufnahme gekommen. Ich kriege immer Angst bei den schnaubenden Kühen, hey. So, ich gehe jetzt nicht pennen, sondern wir suchen uns jetzt irgendeinen geilen Spot, wo wir im Hintergrund einen Mond sehen bei mir und dann. Man hat ganz viel bei mir verändert gesehen. Hm? Junge, was bist denn du so geil, dass man deine Wohnung sieht hier? Ja, die ist groß, ne? Gut, also dann stehen wir jetzt gemeinsam, einer auf die eine Seite von deinem Bett und der andere auf die andere Seite von deinem Bett. Wichtig ist, dass ich die Pickaxe in der Hand habe. Erstmal aufs Bett stellen. Was will ich in der Hand haben? Ich will einen Setzling haben. Oder? Entscheide dich. Ja. Alles klar. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Könnt ihr mal ein Abo und ein Like da lassen, um uns das zu zeigen. Und was macht denn der jetzt hier? Egal, bevor das jetzt hier ausartet, würde ich sagen, vielen Dank, dass du dabei warst. Und an euch alle da draußen, macht's gut und bleibt vorsichtig.